herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Anatomie im CT-Thorax. Wir werden uns heute mit der Anatomie im CT-Thorax auseinandersetzen, wie der Name des Videos ja auch schon sagt, und machen das so ein bisschen in Anlehnung an das, was wir im Video zur Anatomie im Röntgen-Thorax schon uns angeschaut haben. Und wir benutzen einfach dasselbe Schema, nämlich das ABCDEF-Schema aus dem angloamerikanischen Raum, einfach weil wir uns das ja jetzt schon so schön gemerkt haben und auch schon in mehreren Videos verwendet haben. Und letztlich sind die Strukturen im CT-Thorax ja nun dieselben wie im Röntgen-Thorax, nur dass man sie auf etwas andere Art und Weise und vielleicht auch etwas besser sehen kann. Hier noch ein kleiner Disclaimer. Wir nehmen das ABCDEF-Schema jetzt hier für die Anatomie, einfach weil wir das aus dem Röntgen ja schon gewohnt sind. Dieses Schema eignet sich aber nicht wirklich gut für die systematische Bildanalyse im CT-Thorax. Dafür guckt euch bitte das nächste Video an zur systematischen Analyse des CT-Thorax. Dort haben wir ein anderes Schema. Also hier bitte nicht davon irritieren lassen, dass wir zwischen den Fenstern so ein bisschen hin und her springen. Das machen wir natürlich im Alltag, wenn wir systematisch an diese Bilder herangehen, nicht. Wir machen das jetzt hier nur der Anatomie willen und um uns ein bisschen weiter an diesem Schema zu orientieren. Fangen wir also an mit dem ersten Buchstaben des ABCDEF-Schemas, nämlich A wie Airways oder Atemwege. Die Atemwege gucken wir uns am besten im Lungenfenster an. Wir haben hier die Trachea, die wir jetzt hier verfolgen können nach Kaudal. Und wir gucken einfach hier auf diese rundliche Struktur. Wir sehen hier vorne zum Beispiel, das ist ein bisschen Schleim, der da an der vorderen Trachealwand hängt. Ansonsten ist die Trachea hier komplett frei. Man kann so Schleim, beziehungsweise man nennt es auch Mukusverlegung, öfter mal sehen, gerade wenn es sich zum Beispiel um einen Infekt handelt. Und hier sehen wir jetzt die Carina mit der Aufteilung der Trachea in die beiden Hauptbronchien, hier der rechte Hauptbronchus, hier der linke Hauptbronchus. Und hier sehen wir auch, wie sich der Hauptbronchus weiter verzweigt in die verschiedenen Lappenbronchien und auf der linken Seite hier genau das Gleiche. Dort haben wir wieder verschiedene Lappenbronchien und wenn wir noch weiter nach peripher gehen, dann sehen wir die Aufzweigung der Lappenbronchien in die Segmentbronchien und weiter in die Subsegmentbronchien. Die genaue Anatomie ist aber dann tatsächlich etwas für Fortgeschrittene. Fürs Studium reicht die Trachea und die Bronchien, Hauptbronchien und vielleicht noch die Lappenbronchien zu kennen. So viel zu den Atemwegen. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Kommen wir zum nächsten Buchstaben, nämlich B wie Bones, also Knochen. Und wir haben ja im Röntgen auch den Weichteilmantel hier hinzugenommen. Knochen gucken wir, wie wir hoffentlich aus den CT-Technik-Videos wissen, im Knochenfenster an. Das machen wir jetzt einfach mal hier und gucken dieses ganze CT einmal durch. Wir fangen hier oben an. Hier sehen wir die Humerusköpfe, hier ein Teil des Glenoids, Acromion mit der Scapula. Wie genau wir uns das anschauen und an diese Bilder herangehen, das zeige ich euch, wie gesagt, im Video zur systematischen Bildanalyse im CT-Thorax, das eines der nächsten Videos sein wird. Jetzt kümmern wir uns wirklich nur um die Anatomie. Hier sehen wir die rechte Clavicula, das hier ist die linke Clavicula und dann sehen wir hier noch die Wirbelsäule. Hier oben noch vielleicht den unteren Teil der Halswirbelsäule, hier kommen wir jetzt in den Bereich der Brustwirbelsäule. Die können wir einmal komplett durchschauen, axial. Hier, wenn wir uns mal so einen Wirbelkörper vornehmen, sehen wir sehr schön hier den Dornfortsatz, Prozessus spinosus, hier die Prozessus transversi, hier der Wirbelkörper und hier der Spinalkanal. Und dann sehen wir hier den Brustkorb, also die Rippen. Da sollte man auch immer ein Auge drauf haben, ob die nicht vielleicht mal gebrochen waren oder gebrochen sind. Ja, und viel mehr kann man im CT-Thorax an Knochen dann auch nicht sehen. Doch eine Sache habe ich vergessen, nämlich das Sternum, hier das Manubrium und hier dann das Corpus Sterni. Ja, das war es jetzt aber auch wirklich an Knochen. Wir haben gesagt, wir gucken uns beim Buchstaben B nicht nur die Knochen, sondern auch den Weichteilmantel an. Und das tun wir, wie der Name schon sagt, am besten im Weichteilfenster. Zu den Weichteilen gehört zum einen natürlich das subkutane Fettgewebe, zum anderen aber natürlich auch die Muskulatur. Und auch hier wieder quadrantenweises Vorgehen, siehe nächstes Video zur systematischen Analyse, weil man wirklich Läsionen im Muskel sehr, sehr schwer sehen kann und da häufig was übersieht.
Wir gucken jetzt hier einfach mal orientierend in die ganze Muskulatur. Hier zum Beispiel der Musculus pectoralis major. Dann gibt es hier die autochthone Rückenmuskulatur, hier die langen Rückenstrecker latissimus und hier oben auch noch die Schultermuskulatur orientierend. Da gibt es eine ganze Menge zu sehen. Wir schauen das einmal kurz durch. Hier beim Weichteilmantel im CT noch wichtig zu wissen, das Brustdrüsenparenchym. Nicht selten hat man da auch mal Zufallsbefunde in der Mama. In diesem Fall beim Mann unauffällig. Nachdem wir uns den Weichteilmantel angeguckt haben, gehen wir weiter zum nächsten Buchstaben, nämlich C für Cardiovascular Structures, also Herz und Gefäße. Und da sind wir ja auch quasi schon, das ist das Herz, das hier ist der linke Ventrikel, das ist der rechte Ventrikel. Und dann haben wir noch die beiden Vorhöfe, hier der linke Vorhof, in den die Lungenvenen hier einmünden. Wir können sie sehen, es sollten 4 an der Zahl sein, sind es in diesem Fall auch. Und der rechte Vorhof, in den die Vena cava inferior bzw. die Vena cava superior einmündet. Das sieht alles soweit normal aus. Dann haben wir hier, sehen wir, wenn wir weiter nach oben gehen, den rechtsventrikulären Ausflusstrakt, der jetzt hier in die Pulmonalarterie mündet, die sich hier aufzweigt in die rechte und linke Pulmonalarterie. Das sind wichtige Strukturen, die man auch regelhaft anguckt, wenn es zum Beispiel um den Ausfluss einer Lungenarterienembolie geht. Wenn wir den Ausfluss des linken Ventrikels anschauen, nämlich hier geht es raus in die Aorta ascendens. Das hier ist die Aorta ascendens, die jetzt hier oben in den Aortenbogen übergeht und hier unten geht es dann weiter in der Aorta descendens thoracalis. Hier sehen wir eine der Koronararterien. Das ist jetzt hier keine EKG-getriggerte Aufnahme. Das heißt, das ist hier alles so ein bisschen wild und verwackelt. Das stört uns jetzt nicht weiter. Wenn wir das sicher beurteilen wollen, dann müssen wir die Untersuchung EKG triggern. Aber auch hier können wir die rechte Koronararterie erahnen. Und das hier ist die LAD, also der Ramus interventricularis anterior, auch Riva genannt, je nachdem, in welchem Haus man sich so aufhält, LAD oder Riva. Das können wir erahnen, aber nicht wirklich gut sehen. Dann sehen wir noch die supraaortalen arteriellen Gefäßabgänge, nämlich hier, wie sie hier aus dem Aortenbogen herauskommen. Wenn wir uns jetzt nicht sicher sind, welcher von diesen Punkten hier welcher ist, dann lohnt sich ein Blick einfach in den Verlauf der Gefäße. Wir sehen, dass dieser am weitesten dorsal gelegene Punkt hier in die Axilla abwandert und sich hier herunter erstreckt. Das ist die Arteria subclavia sinistra. Das kleinere Pünktchen hier in der Mitte geht hier den Hals hoch. Das ist die Arteria carotis communis sinistra. Und dann haben wir noch diese Arterie hier, die am weitesten ventral liegt. Und wir sehen, dass die sich unmittelbar nach dem Abgang nochmal aufzweigt. Das ist also der Truncus brachiocephalicus, der sich dann hier in die Arteria carotis communis dextra und die Arteria subclavia dextra aufteilt. Also Gefäße, entweder merkt man sich das oder man verfolgt sie einfach in ihrem Verlauf. Dann verraten sie einem in der Regel, was sie denn eigentlich sind. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar venöse Gefäße hier. Das hier ist die Vena brachiocephalica dextra, die hier in die Vena cava superior mündet. Hier sehen wir die Vena arcygos, wie sie nach hinten läuft zur Wirbelsäule. Und diese dicke Vene hier, die aus dem Zusammenfluss der Vena subclavia und der Vena jugularis interna entsteht, die Vena brachiocephalica sinistra. Auch die zieht hier einmal vorne rum und mündet in die Vena cava superior. Die Lungenvenen, die hatten wir uns ja schon angeschaut, als wir uns den Vorhof angeguckt haben. Und letztlich war es das jetzt auch schon an den Gefäßen. Wir haben natürlich teilweise noch ein Stück Bauch mit drauf. Deshalb müssen wir hier einmal noch runter gucken in den Bauch. Wir sehen hier den Abgang des Truncus coeliacus und direkt darunter den Abgang der Arteria mesenterica superior. Das muss man sich einfach merken, dass die hier übereinander kommen. Und dann sehen wir hier noch den Abgang der beiden Nierenarterien und vor der Aorta in der Regel kreuzt die Nierenvene, die linke Nierenvene, die jetzt hier ins Konfluenz zieht. Und dann sehen wir hier noch zum Beispiel die Arteria lienalis, die hier bis zum Hilum zieht. Wir sehen hier die Pfortader und noch viele andere Dinge, die wir dann im Abdomenkapitel nochmal etwas näher betrachten werden. Wo wir jetzt schon mal hier bei den Gefäßen uns aufhalten, können wir auch gleich noch das Mediastinum mit abhandeln, das in dieser ABCDEF-Schema-Bezeichnung nicht so explizit auftaucht, aber irgendwie gehört das mit dazu, wenn man sich die Gefäße anguckt. Wir haben hier oben am obersten Ende sozusagen des Mediastinums die Schilddrüse.
da lohnt sich ein kleiner Blick drauf. Ist sie vielleicht vergrößert oder irgendwie hat die Knoten oder so etwas? Natürlich haben wir viele Lymphknoten im Mediastinum, die in der Regel hoffentlich nicht pathologisch sind, sondern hier so ganz klein, wie sie jetzt hier zu sehen sind. Und dann haben wir hier ja noch dieses, ich sag mal, Fettbürzel. Gelegentlich kann man da auch einen Thymusrest noch finden oder beim Kind auch noch einen richtigen Thymus. Manchmal auch einen Thymus-Rebound, zum Beispiel nach einer Chemotherapie. Das war's mit dem Buchstaben C. Gehen wir weiter zum Buchstaben D, nämlich Diaphragm, also Zwerchfell oder Diaphragma. Das Zwerchfell im CT ist diese Struktur hier. Das ist der linke Zwerchfellschenkel, das ist der rechte Zwerchfellschenkel. Auch das hier, rechter Zwerchfellschenkel, linker Zwerchfellschenkel. Das muss man sich einfach merken, dass das eben so aussieht. Man hat davon, wenn man aus der Anatomie kommt, erstmal eine andere Vorstellung, aber so sieht das eben im Schnittbild aus. Vielmehr gibt es zum Zwerchfell nicht zu sagen. Gehen wir weiter zum Buchstaben E, Effusion, also die Pleura und die Randwinkel. Die Pleura selbst sieht man im CT nicht unmittelbar. Die liegt hier einfach dem Brustkorb unmittelbar an. Das heißt, solange sie nicht abgehoben ist beim Pneumothorax oder Ähnlichem, kommen wir sie nicht direkt zu Gesicht. Und die Randwinkel sind eben diese Strukturen hier, die zwischen Zwerchfellschenkel und Pleura-Begrenzung dann zu sehen sind. Es gibt hier einmal den anterioren Rezessus und hier den dorsalen Rezessus. Und wenn sich hier Flüssigkeit sammelt im Thorax, dann finden wir die da am ehesten. Geht weiter zum Buchstaben F, nämlich Fields, also der Lunge. Endlich sind wir da angekommen, wo wir eigentlich mit dem CT-Thorax ja hin wollen. Dafür wechseln wir wieder ins Lungenfenster, denn da sieht man die Lunge einfach am besten. Ihr habt gesehen, ich kann nochmal zurückgehen gerade ins Weichteilfenster. Die Lunge ist einfach nur schwarz, da sehen wir überhaupt gar nichts. Und wenn wir hier ins Lungenfenster wechseln, dann sehen wir die Lungenstruktur wunderschön. Wir sehen hier die ganzen Bronchien, wir sehen hier die Verzweigungen der Gefäße, die kleinen pulmonalen Lobuli, wir sehen die Lappenspalten. Wir sehen, dass hier sowas durchwandert. Ja? Diese Struktur hier, wenn ihr die mal verfolgt, die wandert hier so nach vorne durch. Ja? Hier sieht man sie immer noch. Das ist das große Interlobium. Das ist das Interlobium und das sehen wir symmetrisch mehr oder weniger auch auf der Gegenseite. Verfolgt mal hier diese dünne Struktur, die wandert hier einmal so durch. Das große Interlobium trennt den Unterlappen vom Oberlappen. Wir wissen ja noch, der Unterlappen liegt hinten, ne? Stichwort Silhouettenphänomen. Wer sich nicht mehr erinnern kann, der gucke sich das Video dazu nochmal an. Und der Oberlappen grenzt auf der linken Seite direkt an das Herz. Auf der rechten Seite ist es hier vorne der Mittellappen. Ich muss gestehen, dass man das kleine Interlobium kaum sehen kann. Man kann es hier sehen. Einen kurzen Abschnitt davon kann man sehen. Also diese dreiecksförmige Struktur hier, das ist der Mittellappen. Und der zieht sich jetzt hier weiter nach unten. Ist etwas atypisch von der Anatomie. Also nicht ganz so schön zu sehen in diesem Fall. Aber wir merken uns einfach, auf der rechten Seite im Normalfall grenzt der Mittellappen an das Herz an. Und dann gibt es ja beim Buchstaben F noch etwas weiteres zu berücksichtigen, nämlich Fremdmaterial, Foreign Objects. In diesem Fall sehen wir die nicht, aber da müssen wir natürlich ganz genau auf den Verlauf in den Gefäßen oder eben auch nicht in den Gefäßen, wenn es mal blöd läuft, gucken. In der Trachea bei einem Tubus. Also hier im CT sind wir jetzt ja nicht mehr im Projektionsröntgen. Das heißt, wir können auch wirklich ziemlich genau sagen, wo eine Struktur zu liegen kommt. Wir sagen nicht mehr, sie projiziert sich auf und sind uns nicht sicher, sondern wir sagen, die Spitze liegt zum Beispiel am cavoatrialen Übergang, wenn sie hier unten liegen würde. Ja, und das war's eigentlich zur Anatomie im CT-Thorax, wie wir uns das Ganze jetzt systematisch anschauen und worauf wir so achten sollten, welche Grenzwerte es gibt. Das zeige ich euch dann im nächsten Video, wenn es um die systematische Analyse des CT-Thorax geht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und Sehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!